Wir finden hier nochmal überall Sachen. Man kann nie wissen, worin das man braucht. Darüber, dann haben wir ihn. Das heißt, wir machen noch mal ein paar Präzisionspfeile und hoch. Oh, wir kriegen zu viele Sachen. Wir kriegen einfach zu viele Sachen. Oh, oh. Ich musste selbst herkommen, um dein Leid zu beenden, Uthid. Der Blick. Und meins. Die Fremden führten uns her und da sie jetzt tot sind, zu einem sehr günstigen Preis. Doch genug geplaudert. Es ist Zeit für die Klingen. Löscht für sie das Licht der Sonne. Ei, ei, ei. Okay, wir müssen den einen auf jeden Fall... Huch! Also, los. Oh, Mann! Die Sonne sinkt über deinem kläglichen Leben, Uthid. Kreuz! Kreuz! Ich drück F! Warum geht das nicht? Trink! Hä? Ach so, ich muss los... Was? Ich muss alles andere loslassen. Möge die Sonne über dich rechnen. Willst du mich verhohne, Pipi? Tötet den Fach! Ich muss, weil ich weiter... Ich habe weiter nach vorne und kämpfen gedrückt. Das muss ich komplett loslassen. Ich muss mich während des Kampfes entspannen, um einen Gesundheitstrank nehmen zu dürfen. Ich bin schon viel länger Soldat als diese Abfrau. Tötet den Verräter! Tötet die Nora! Für die Gläubigen der Sieg! Zumindest... Ich sehe nichts! Hat er mich... Der hat mich jetzt runtergeschmissen. Ich muss erstmal meinen Gesundheitstrank wieder auswählen. Lasst es wehtun, wenn der Schatten auf sie fällt. Schießen die mit Verderbnis? Ja! Dann sagen, den müssen wir bald haben. Die schießen mit Verderbnis? Wie machen die das denn? Die Sonne sinkt über deinem kläglichen Leben. Und wieso treffe ich ihn nicht? Hä? Willst du mich verhohne piepeln? In Bewegung bleiben! Die Sonne sinkt über deinem kläglichen Leben, Uthid. Okay, jetzt ist noch der mit der Waffe übrig. Uthid, geh mal aus dem Weg. Danke. Nur mit seiner blöden Tötet Waffe. Den so, Verräter! Ich bin halt Tötet tot. Die Nora! Zu seinem Sitz. Das war ja wohl also weiß. Gnadenloser, keine Ahnung was. Irgendein Gnadenloser. Toter auf jeden Fall. Ey, wenn du jetzt... Was? Nein, komm schon. Okay. Gnädiger. Das war sogar der gnädige Jusis. Okay. Ja, hat ihm nicht viel gebracht, ne? Der gnädige Jusis. Die Waffe können wir nicht mitnehmen, weil wir klettern müssen, ne? Ich würde sie sonst einfach mitnehmen. Nein, nicht den Feuer... Ja, der nützt mir nichts, weil wir sicherlich klettern müssen. Das ist der wilde Taraf. Ich habe schon zu viel dabei. Ja, das war die Falle, okay. Och, ich möchte die so gerne mitnehmen. Bitte, bitte, bitte. Lass mich die mitnehmen. Guck mal, was ich gefunden habe. Guck mal. Ach so, na, wir sollen ihn da oben stellen. Na gut, dann klettern wir mal hoch. Pass auf, dass er dich jetzt nicht schubst, ne? Was auch immer ihr dir angeboten hat, ich verdopple es. Sogar mehr als das. Nein. Ich bin es leid, Bahavas. Die Lügen, die Gewalt und deine muffigen Öle. Kannst du dich nicht selbst umbringen? Ich musste. Ich musste. Die Schwachen stutzen, damit die Starken gedeihen. Was? Das erklärt nichts.
Aber möge die Sonne deine Knochen trocknen. Okay. Das war ein ganz schönes Feuerwerk. Hast dir Zeit gelassen? Ich hatte zu tun. Was glaubst du, was mit Jans Gemiedenen passiert ist, dem anderen Söldnertrupp? Und ich musste einen Gesuchten nach Meridian bringen lassen. Entschuldige uns, Uthid. Frauengespräch. Ja. Was für ein Tag für dich. Erstaunlich, dass Bahavas in seine eigene Falle getappt ist. Sein Tod eröffnet wunderbare Möglichkeiten. Weißt du noch Itamen und Nasadi? Die Königsfamilie, die in Sonnenfall festgehalten wird. Ja. Bahavas ist weg. Sie werden also nicht mehr bewacht. Ich will sie befreien. Und bräuchte deine Hilfe. Okay, jetzt wisst ihr, wie Frauengespräche ablaufen, ne? Also nehmt euch Nacht. Nasadi und Itamen, ja, das ist die Mutter, die Königin Mutter und der König. Den König der Schattenkaja zu entführen, wird nicht einfach. Ich entführe ihn nicht. Sie wollen nach Meridian. In Sicherheit. Woher weißt du das? Ich war kurzzeitig Nasadis Dienerin. Sie hat Angst. Um sich selbst, natürlich, aber noch mehr um Itamen. Gut. Warum Nasadi und Itamen helfen? Weil es erstmal ein unschuldiges Kind ist und wir kennen die Geschichte von den beiden nicht. Also ich kann mir auch vorstellen, dass sie nicht freiwillig dahin gegangen sind. Warum interessiert dich ihr Schicksal? Itamen ist für die Schattenkaja sehr wichtig. Wird er abtrünnig, verlieren sie die letzte Legitimation. Außerdem ist er nur ein Kind, das an seiner Mami hängt. Er hat mir mal aus Streichhölzern einen Graser gebastelt. Nicht gerade schön, aber trotzdem. Für mich hat vorher noch nie jemand was gebastelt. No, das habe ich im Kindergarten auch. Also kein Graser, aber immerhin. Es sollte, glaube ich, was... Ich weiß gar nicht, was es werden sollte. Es ist irgendwas geworden, immerhin. Was wird jetzt mit Uthid passieren? Keine Sorge. Dank dir kann er neu anfangen und ich werde ihm dabei helfen. Er kann nach Meridian gehen als militärischer Berater. Hoffentlich kann er Awad dabei helfen, den Aufstand der Schattenkaja mit möglichst wenig Blutvergießen zu beenden. Oh, der Stoff sieht auch sehr schön aus. Also es sind so viele liebevolle Details, ne? Jeder hat auch einen anderen Schmuck. Ich meine, bei uns ist es ja mehr oder weniger Rüstung, die bei gewissen Sachen hilft, aber meistens hat es ja irgendwas Dekoratives, Accessoire-mäßiges, vielleicht aber auch eine Bedeutung, so wie Uthid. Uthid hat ja hier, abgesehen davon, dass sein Helm so ein bisschen Samurai-mäßig aussieht, hat er ja hier noch diese große Lederschärpe und da sind ja Abzeichen drauf. Ich fände sowas so toll. Bahavas. Was wird in Sonnenfall passieren nach Bahavas Tod? Oh, es wird großartig. Die Priester drehen durch. Sie werden mit internen Machtkämpfen, Hinterlist und Verrat beschäftigt sein. Okay. Das Beste, sie werden abgelenkt sein. Bahavas, dein Leben brachte Leid, doch dein Tod ist wie eine Blume, die prächtig blüht. Hatte Bahavas Loot? Wir sind einfach runtergesprungen, ne? Wie kommen wir da wieder rauf? Na gut, wie kann ich Itamen helfen? Was brauchst du, um Nasadi und Itamen aus Sonnenfall wegzubringen? Ohne Bahavas ist Sonnenfall kein Problem. Ich mach das schon. Problematisch wird der Grenzübertritt ins Sonnenreich. Suche meinen Freund 3C Huadif an der Brandküste auf. Seine Leute werden mir den Weg freimachen. Alles, was du tun musst, ist auf mich warten. Wenn dieser Huadif schon alles erledigt hat, wozu brauchst du mich? Für Notfälle, kleine Jägerin. Geht irgendetwas schief, brauche ich einen verlässlichen Partner. Dich. Ich werde mein Bestes tun. 3 CPO. Nein. Verräterkopfgeld. Die Nora sagte, du hilfst. Gehen wir nach Meridian? Nur wenn du das möchtest, mein Lieber. Welche Wahl habe ich? Gar keine. Ich wollte nur höflich sein. Schach. Der Dame. Warum glaubst du, dass Awad mich aufnimmt, obwohl ich seinen Feinden diente? Er ist nicht nachtragend. Lächle einfach viel. Du kannst lächeln, oder? Nein, das ist eine Grimasse.
Das ist so schön. Üben Sie nervös jetzt beim Gedanken an Meridian? Ich war 20 Jahre lang Soldat. Ich werde nicht nervös. Nicht mal in Gegenwart hübscher Damen? Dieser Frage würdige ich keine Antwort. Oh Gott, Mann. Das meine ich hier, die Abzeichen, die er da auf seiner... Die Nora sagte, du hilfst. Gehen wir nach Meridian? Nur wenn du das möchtest, mein Lieber. Das alles. Welche Wahl habe ich? Gar keine. Ich wollte nur höflich sein. Uthid? Uthid, kannst du noch... Okay, gehen wir einfach mal davon aus, dass er keinen Erwart mich aufnimmt, obwohl ich seinen Feind diente. Ne? Er ist nicht nachtragend. Lächle einfach viel. Du kannst lächeln, oder? Großartig. Nein, das ist eine Grimasse. Gut, die üben nochmal fleißig lächeln. Ist auch nicht so einfach. Nervös beim Gedanken an Meridian? Ich war 20 Jahre lang Soldat. Ich also wenn wir draußen weiß der Schnee ganz schön. Ja, wenn wir Itamen natürlich nach Meridian bringen. Und ich hoffe, also Awad, denke ich mal, wird ihm nichts tun. Und auch sonst haben wir ja sonst keinen kennengelernt, der da böse wäre. So in dem Maße, außer jetzt hier der Wahl. Aber der war ja sowieso gegen alles. Dann müsste das doch auch eigentlich vielleicht die Kaja wieder zusammenbringen. Dann gibt es vielleicht keine Sonnen-Kaja und keine Schatten-Kaja, sondern es gibt einfach nur noch Kaja. Das wäre doch großartig. Das wäre doch richtig schön. Ich glaube, wir machen das mal eben per Schnellreise. Oh, wir haben hier noch einen. Ah. Warte, was ist hier? Was ist hier? Hier oben ist auch noch irgendwas. Warte. Ich mache mal eine Markierung dahin. Ich will da mal eben gucken. Wenn wir schon mal hier oben sind. Ich will mal eben gucken, ob wir da hinkommen. Schreck, der Loot ist weg. Hey, damit macht man keine Scherze. Nicht mal in Gegenwart. Dieser Frage würdige ich keine Antwort. Kommen wir da eventuell gar nicht hin? Ich glaube, da kommen wir nicht hin. Die Nora sagte, du hilfst. Oh gehen Gott, die haben immer nur die gleichen Gesprächsoptionen. Nur wenn du das möchtest, mein Lad Lieber. Sie doch endlich auf einen Drink ein, Uthid. Gar keine. Ich wollte nur höflich sein. Sonst tue ich es. Nee. Wir scheinen da von der Seite nicht ranzukommen. Obwohl ich seinen Feinden diente. Er ist nicht nachtragend. Lächle einfach viel. Du kannst lächeln, oder? Nein, das ist eine Grimasse. Okay, dann nicht. Und das Gewehr kann man auch nicht mitnehmen. Na gut, dann wir sollen mit Huadif reden, da können wir sogar direkt hinreisen. Das mache ich sogar mal eben. Wir reisen da direkt hin. Der Link ist auch schön. Cowering Courageous Titan the Think. Wenn du eine Reitmaschine suchst, Orte auf der Karte, Läufer, Breitkopf oder Stürmer, sie grasen oft in der Nähe von Siedlungen. Oh, okay. Dann gucken wir mal, was der 3C zu erzählen hat, der 3CPO, und wie wir weiter vorgehen sollen. Und sonst gehen wir da einfach mal jetzt in die Tiefen. Na, also ich kann mir auch nicht vorstellen, es hat mich natürlich stutzig gemacht, weil wenn Silence erzählt uns eine Menge, wenn der Tag lang ist, davon mal abgesehen. Ne? Das ist so, ja, da müssen wir, glaube ich, nicht viel drauf geben. Aber wenn wir bei 80% sind, das ist noch ein gutes Stück, bis wir weiterkommen. Wir schauen mal. Wenn uns das sowieso wieder dahin zurückführt, was es wahrscheinlich tut nach Sonnenfall, dann ja, steht da wahrscheinlich schon. Neugierig, ob da
es einen Grund hat, dass er so heißt. Ich nehme mal die Kisten mit. Dann müsste ich was anderes rauswerfen. Damit scherzt man. Damit scherzt man nicht, ey, Leute. Wir kriegen schon wieder so viel. Oder ist es einfach nur, weil wir einen harten Kampf hinter uns haben? Ich spreche an meinem Eimer ab und dann rede ich mit ihm. Du bist 13 Hoher Dief, stimmt's? Vanasha schickt mich. Was ist passiert? Ich wurde reingelegt, das ist los. Vanasha hat mit den Wimpern geklimpert und mit den Hüften gewackelt und uns Reichtümer versprochen. Macht einfach den Weg frei, sagte sie. Umgeht die Truppen und erledigt ein paar Wächter. Ist doch kein Problem. Wir konnten ja nicht ahnen, was für ein Monster da unter der Erde lauert. Warum lasse ich mich auch mit solchen Frauen ein? Das weiß ich nicht. Ist ein bisschen komisch synchronisiert. Okay. Sie schickt uns zu ihm, aber er ist nicht gut auf sie zu sprechen. Warum sollte Vanasha euch betrügen? Mein Trupp kam nach Sonnenfall, weil wir von hohen Kopfgeldern gehört hatten. Sie bot uns das Höchste an, genug, um sich zur Ruhe zu setzen. Ich war selbst schuld, den Köder zu schlucken. Ich hätte wissen müssen, dass das ein böses Ende nehmen würde. Ihr solltet also einen Weg für Nasadi und Itamin sichern, aber es klappte nicht? Bei ihr klang das alles so einfach. Findet den besten Weg zum See und sichert ihn. Was könnte schiefgehen? Tja, ganz schön viel. Wie etwa ein blutiger Tod im Maul einer abscheulichen Bestie. Kubix, danke schön für den Follow und herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Monster? Etwas aus der Erde griff euch an. Nein. Oh, das hast du dir gut gemerkt, was? Ich hab nicht zugehört. Etwas aus der Erde? Ich hab mich gefragt, warum die Schattenkaja den Weg nicht bewachen. Tja, ist nicht nötig. Ein riesiger Dämon macht das für sie. Er gräbt Tunnel im Dreck, bricht durch die Erde und spuckt aus seinem stinkenden Maul. Ich hab's überlebt. Nicht die. Meine Kameraden aber nicht. Es wäre traurig, wenn sie nicht alle Mistkerle gewesen wären. Na dann. Oh nein, ich muss diese Maschine... Och, wie ich diese Viecher hasse. Und die haben wir auch noch in einer verdorbenen Zone, ich weiß es. Oh. Das ging sogar so weit, als ich das letzte Mal zwischen den Streams Lagerfeuer geholt habe. Da bin ich ein Tal lang gelaufen und da war plötzlich so ein Hügel mit solchen blauen, lilanen Kristallen, wie wir da in der Mine gesehen haben. Und da bin ich wirklich voll bis an die Zähne bewaffnet und habe nur gedacht, oh nein, bitte nicht. Und habe mir schon ein Fels ausgesucht, auf den ich draufspringen kann. Letztendlich war da gar nichts. Da war kein Vieh, aber allein schon die Angst vor dem hat mir gereicht. Okay. Reiß dich zusammen. Ich muss diese Maschine erledigen. Vanasha wird bald hier sein mit Nasadi und Itamin. Ich muss diesen Dämon vernichten, bevor sie ankommen. Du bist nicht so helle, oder? Tja, unser Kampf war nur kurz, aber... Tja, sagt er. Ich sag dir, was ich weiß. Tja. Er ist komplett gepanzert, aber am Rücken weniger. Und unter der Erde kann er dich nicht aufspüren, wenn du stillhältst. Du kannst vielleicht sogar verhindern, dass er überhaupt abtaucht, wenn du seine krummen Arme hart genug triffst. Mehr kann ich nicht bieten. Aber ich werde zu deiner Beerdigung kommen. Oh. Bevor ich was trinken gehe. Das ist aber lieb. Das ist total lieb von dir. Oh Gott. Erledige die Maschinen. Die Maschinen. Die Maschinen am Pass. Oh, da ist was. Oh, da ist... Wo ist das? Da ist ein Lok. Da kommen wir aber, glaube ich, von der anderen Seite ganz normal runter. Das nehme ich lieber mit. Ja. Oh Gott, ich glaube es auch. Okay, was haben wir denn da? Wisst ihr was? Wir lesen erstmal. Leiste deinen Beitrag. Ich will da nicht runter. Ich will da nicht runter. Was? Wo haben wir die denn her? Audiodatenpunkte? Hä? Hatten wir die schon gehört?
wenn der Schlaf nicht kommen will, denke ich an unsere Hochzeitsnacht. Das ist von Helis. Wie du mich im Ehebett empfangen hast. Ja, Mehrzahl. Wie ich, als du eingeschlafen warst, dein zartes Gesicht betrachtete. Trotz seiner Schönheit hasste ich seine Zerbrechlichkeit. In mir wuchs ein Zorn. Ich verabscheute dieses Bett, seine Weichheit, die uns zu verschlucken drohte. Und das Zimmer, den Geruch von Weihrauch, die kunstvollen Stickereien an den Vorhängen, all dies war schwach. Ich stieg aus dem Bett, riss das Fenster auf und legte mich nackt auf den Steinboden. Entschlossen, allen Verführungen der Bequemlichkeit zu widerstehen. Okay. Aber als ich am nächsten Morgen erwachte, lagst du neben mir, wie ich nackt in der Kälte. Dein Körper, ausgestreckt neben meinem, schien aus Stein gemeißelt zu sein. Ich sah, wie du wach wurdest, sofort wachsam, wie ein Tier, das zum Angriff bereit ist. Du sagtest nichts. Das musstest du auch nicht. Du hattest mir bereits bewiesen, dass wir füreinander bestimmt waren. Haben wir das haben wir letztes Mal im Lager eingesammelt, ne? Meridians Untergang. Ja, das haben wir noch gar nicht gehört. Okay. Ab Ehefrau, komm, was soll's. Ich. Wow! Hey, das zählt nicht! Spinnst du? Moment! Oh Gott! Nein! Nein, nein, nein! Nicht runter! Du solltest runtergehen. Okay, seine Dingsbums sollen wir nehmen, ne? Er kann nicht runtergehen, hat er mir erzählt. Wenn. Hallo? Das ist so ein bisschen wie eine Robbe, ne? Also wie ein Seelöwe. Dieser Teil von ihm. Und 26. Okay, das ist schon mal gemacht. Falsche Outfit dafür an. Keine. Oh, mein 3C kommt immerhin zu unserer Beerdigung, hat er gesagt. Wie soll ich ihn komplett weggeschlagen? Wie soll ich das denn machen? Machen sich die Dinger kaputt. 26. 26, noch ein Bauteil entfernt. Das macht auch ordentlich Schaden, wenn wir das jetzt eben weghauen hier. Okay, also das war oben angenehmer. Nee. Das kannst du auch vergessen. Lass mich nach oben. Einmal.
Ich habe ihn noch einmal am Hinterbein erwischt. Das scheint aber gut zu funktionieren tatsächlich, weil das immer auch ordentlich Schaden macht, wenn wir ihm davon was wegkommen. Mist. Also dafür, dass wenn wir uns nicht bewegen, dass er dann auch gar nicht weiß, wo wir sind, weiß er immer ganz genau, wo wir sind. Aber wir bewegen uns auch nicht großartig weg. Können wir ihm echt die Seiten da wegfahren? Er ist am Bauch ganz fürchterlich empfindlich, ich weiß es, aber darauf warte ich jetzt eigentlich nicht, dass er mir seine weiche Seite zeigt. Also. Mal wieder ab. Mist. Da macht er auch Schaden, ne? 126. Das macht nur 8. Das bringt gar nichts. Der letzte hat über 300 Schaden gemacht. Jawoll. Das nehme ich für unterwegs mit. Oh, okay. Das war aber auch jetzt gerade gemein. Mann, Mann, Mann. Steinbrecherherz. Haben wir ihm das Herz gebrochen. Die sehen so cool aus. Guck mal, mach mal ein Foto. Nein. Oh. Oh. Kein Platz. Okay. Hier hat er gewütet oder was? Gott, das ist ein Schlachtfeld. Du wirst mir sicher noch nützlich sein. Jetzt folge ich der Quest nicht mehr, ne? Das ist die Hauptquest Dunkle Geheimnisse der Erde. Klettere hinab. Nein, das war das andere. Wir sind jetzt in der Nebenquest. Schachzug der Dame. Ach so, jetzt. Ach, wir brauchen nur zu Hohe Dief zurückkehren. Okay. Das war jetzt wirklich nur der eine? Das glaube ich nicht. Natürlich, das sind seine Männer. Hat er doch gesagt, ich bin so doof. Ich habe aber nur unter der Erde gehört. Ich habe nur gehört, dass wir mit so einem Wurm zu tun bekommen und habe nur gedacht, oh Gott, nein, bitte nicht. Oder so ein Häufchen von ihm. Und so eins habe ich nämlich mitten irgendwo gefunden und dann habe ich gleich gedacht, oh nein. Aber es war kein verdammter Sand. Wieder in der Nähe. Die Häufchen verschwinden dann, also werden ein bisschen kleiner und das war's. Ja, sag's bitte nicht, Aloy, danke. Das hält sich. Ja, das finde ich viel schöner. Genau, das hält sich. Nicht lange bei mir, aber was soll's. Sagen wir noch ein bisschen Gesundheit ein und dann rede ich mit 13. Hast noch ein Häufchen. So, und der hat wahrscheinlich hatte der einen, nee, doch nicht, Rohstoffvorrat, okay. Noch ein Häufchen. Die Quest geht noch weiter. Also wenn der uns jetzt zu weit wegschickt, dann gehen wir unter die Erde, glaube ich. Dann gehen wir erstmal unter die Erde. Ich meine, einen haben wir jetzt schon mal weggeräumt. Ein Stück weit kommen sie jetzt. Und dann müssen sie halt warten, bis wir weitermachen. So, mal gucken, was er zu sagen hat. So, Beerdigung ist nicht. Bei der leuchtenden Sonne, ich glaube es nicht.
Ich dachte, der Steinfresser würde dich zermalmen. Hab ich auch kurz gedacht. Dein Bart ist weg. Nach diesem Wunder können wir nur noch warten. Vanasha wird bald hier sein, mit einem Boot, das die Königsfamilie über den See bringt. Ah, kleine Jägerin. Wie schön, dass du wirklich die Leibwächterin für uns spielst. Wo sind deine Männer, Huadif? Du siehst aus, als hätte dich ein Monster ausgespuckt. Das trifft die Sache schon ziemlich genau. Der Weg ist frei. Können wir los? Ich mag, dass du immer so direkt bist. Und diesmal hast du recht. Sie werden uns schon bald verfolgen. Keine Sorge, Strahlender. Wir haben exzellenten Schutz. Okay, so viel dazu. Oh nein, da kommen die Schattenkaja und sie sind sehr wütend auf mich. Ich halte sie auf. Sehr nobel von dir, doch was ich anfange, bringe ich auch zu Ende. Aber etwas Hilfe ist willkommen. Huadif, bring Itamen und seine Mutter zum Ufer. Vorsichtig. Es ist also soweit. Ich muss sagen, nach 2 Jahren unter der Fuchtel dieser Eiferer bin ich bereit, Blut zu vergießen. Das hört sich nach verdammt vielen an. Das hört sich nach sehr vielen an. Kriege ich noch einen Wurm stattdessen? Ein paar Fallen wären nett. Oh, das, ja, könnten wir machen. Wie wär's mit einer Überraschung für Sie? Ja, wir hätten den Wurm am Leben lassen sollen. Der hätte die echt ordentlich bearbeitet, glaube ich. Hast du wirklich keine Fallen, kleine Jägerin? Hast denn noch mehr Fallen für dich? Das geh da vorne in Deckung, hinter diesem Fels. Gib dich zu einer höheren Position. Achso, dann ist ja gut. Ich wollte gerade sagen, du willst mich jetzt aber nicht da vorne hinlassen, ne? Ich hau Ich sollte näher rangehen. Ich hau einfach überall noch Fallen hin. So. Und wir haben ja nicht nur die, da sondern wir sie. Haben auch noch. Wir zeigen es Ihnen, ja? Haben wir noch mehr. Ja, die Kultisten. Ich dachte. Ich sollte eigentlich auf den höheren. Hier drüben, sie ist es. Oh, die haben Loh dabei. Ja, hallo. Da! Einer meiner schlechteren Schütze. Da! Ja! Okay, die Loh bringt noch was, wenn wir die. Das hat Spaß gemacht. Oder so. Aber das war noch nicht alles. Die Maschinen? Da sind noch mehr. Mach dich bereit. Ach je. Womit kommen die denn? Mit Wächtern. War da nicht was? Nein. Und hinterlistig. Mhm. Oh, der Fels ist kaputt gegangen. Gut, ich bin etwas ins Schwitzen gekommen. Rede mit Vanasha. Das war's? Okay. Jetzt habe ich mir das echt schlimmer vorgestellt. Dann sammle ich mal meinen Kram hier ein. Das ist alles andere als Schrott. Richtig, es ist Loot. Och, Aloy, wir sind so auf einer Wellenlinie. Wirklich. Ach ja, schön. Die können wir auch wieder mitnehmen. Das ist Reinholz.
Und der hat noch eine Rohstoffkiste. Okay, dann können wir mit Banasha reden. Noch einmal. Das kann ich bestimmt bald gebrauchen. Das können wir nicht mitnehmen. Ich will es nicht beschreiben. Stehen da. Aber ich glaube, das war's. Etwas spät, oder, Gentlemen? Verzeihung, Ma'am. Das Boot wartet. Mist, zu früh gefreut. Das ist meiner. Los zum Boot. Ich glaube, der ist nicht so ganz meine Liga. Wenn ihr irgendwas passiert, werde ich richtig sauer. Wir gehen nirgendwo hin. Jungs, lasst das. Ich will nicht... Nein, ich bin noch nicht... Da bin ich für euch... Oh nein! Ich bin für euch verantwortlich. Bleibt... Oh, könnt ihr mal bitte stehen bleiben? Jungs! Das ist ein Donnerbalken. Leute! Nicht doch! Brrrt! Brrrt! Geh weg! Oh Gott, nein! Shit! Verdammter Mist! Verdammter Mist! Verdammter Mist! Ich bin schön mit Todsinn, ey. Du ahnst, warum wir das mit dem Donner arbeiten. Ich wollte mich gerade heilen und wegrollen. Wieso? Das ist die Rache von Rotschlund, ey. Ich wusste es. Oh, außerdem ist das viel zu warm hier drin.